Hallihallo und willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind heute wieder mit dem guten und sehr, sehr ausgeglichenen Trevor unterwegs. Und ihr erinnert euch, beim letzten Mal haben wir hier versucht, die Leiter hochzuklettern und einen guten Blick auf die Stadt zu erhaschen. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz sind wir in Los Santos mit Trevor. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie das Wiedersehen zwischen Michael und Trevor sein wird. Und damit wir auch die Cutscene mitbekommen von Michael, gehen wir auch in seiner Rolle zu dem Treffpunkt, wo die beiden dann wieder vereint werden. Ich glaube, wir müssten auch schon da sein. Ah, fuck is this shit. Is that yours? Of course not. I have only got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk, or you're staring miserably at the clouds, or you're out there doing God only knows what. Oh yeah, I done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park, got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you gotta worry about anymore is what part of your body you want to have chopped off or sucked out again? Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck our fake last name is. You have ruined my serenity yet again. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Miguel. Namaste. Nah, go fuck yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah! There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? 'Cause I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner. But, I can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go! Come on! All right.
So, Mike, what were you doing? I was making myself a juice. Broccoli, raw kale, fish oil. This recipe I got is packed with nutrients, fibers, vitamins, and it don't taste bad. I'll send you the recipe. Anyway, get this. I'm making it. The blender slips, juice goes everywhere. I'm about to clean it up when I find this bag of grass. Big fucking bag. Jimmy's, right? Okay, just that moment, Amanda comes in. Sees me there with. I didn't ask for a blow-by-blow of how you lost your last ounce of masculine pride. I wanted to know what you've been doing for a decade. Easy, T. Don't tee me. Hey, if anyone needs kale, my friend. I'm beyond pale, okay? It's too late for kale, and its magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga, or talk therapy. I'm a crank, cannibalism, an incest kind of guy. Oh, don't worry, T. They'd skip that talk and go straight to shock treatment with your ass. You two chilled out to say my name, you fat slob. You two relaxed, and you laid back Los Santos embarrassment, huh? Is one letter all you can bring yourself to wrap your slothful lips around? Whoa, dude, you do not let the fuck up. I got 10 years worth of venting to do. The let up, my friend, is a long way off. Fine, fine. Do what the fuck you want. Want? Well, I want to save your daughter from making an ass of herself. Oh, really, man? Really? What is it? Money or a fight? What? Crap. That was insane. Here we go. Come on. These spaces are reserved for production vehicles. Ja, klar. So, und dann retten wir mal Tracy. Ah, that host, man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your names? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw this! Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. Please be quiet. All right. Yeah. That was really good. All right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. 3, 2, 1. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night, you wouldn't make love to me. You went fast asleep. Yeah. You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Ooh, it does. Stuff a 20 in this. Something about this. That's enough. Oh, oh! I said that's enough. Hey, I got security. Security! What'd you fucking Hold say? Come on, big guy. Come on there. No. Fuck. No. Come here, you little shit. No. Go home right now, Tracy. Sauberer Treffer, Trevor. So, und jetzt holen wir uns den miesen Mistkerl. Ja, da sieht man mal wieder, was man bei Castingshows zu erwarten hat. So, komm schon, Michael. Steig ein, schnell, Mann. Wir haben keine Zeit. Ach komm, jetzt mal ehrlich. Der kriegt's echt nicht hin. Ja, jetzt. So, los. Let's get that prick. We gotta go to the left. Oh, hier nehmen wir auch alles mit. How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise a daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting.
Yeah, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. No one's getting in the way of the big rig. We'll flatten this dick back. Fucking okay, asshole. Gedrückt halten. I knew he was an asshole. Und jetzt sind wir auch bedeutend schneller. It's only a battery car. Come on. This ain't exactly a racer. Ja, aber echt, wir fahren jetzt auch nicht unbedingt das schnellste Auto. Ah, ach komm, da weicht er in unsere Richtung aus. Ja gut, das ist kein Problem. Ja, und gerade alles weg. Ach ehrlich, wir müssen hier nach links fahren. Hätte ich jetzt nicht gemerkt, wenn der Michael das nicht gesagt hätte. Ach komm, die Stangen kann man nicht umfahren. Na gut. Komm schon, den kriegen wir noch. Let's not try to kill this prick, all right? When we crush his little toy car, who knows what'll happen to him? So, komm schon, weiter. He went left. I knew this city would be full of douchebags. Ja, Los Santos voller Idioten. Maybe by throwing your fat carcass over the side. Bin mir nicht sicher, ob ich in der Mission die Pistole verwenden darf oder nicht. Ich glaube eher nicht. Ich frage mich, warum der nicht einfach zurück zu dem Produktionsgebäude fährt. Da wäre er jetzt wesentlich sicherer mit der ganzen Security. Shut up! That cocksucker might be famous, but komm schon, das Teil ist ja mal übelst langsam. Es hat am Anfang noch Spaß gemacht, alles wegzuhauen, aber jetzt kommen wir auch nicht mal wirklich mehr hinterher, ja, und boah. Was mich aber auch minimal stört bei GTA ist, zum Beispiel bei der Mission, okay, gleich. Hey, hey, guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now, I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. What the fuck is that? All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get up. Take off, go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh shit. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Das war also das große Wiedersehen der beiden. Und was ich noch gerne ausprobieren würde gerade, ist, ob das Elektroauto... Ah, das ist verschwunden. Schade, ich wollte nämlich ausprobieren, ob das denn jetzt wirklich nicht funktioniert. Wäre so ein kleines Detail gewesen, was man hätte sehen können. Ja,
Aber da sieht man mal wieder, was hier so los ist. Hey, Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Ja, da sieht man, was so los ist bei den ganzen Casting-Shows und so weiter und so fort. Und wir haben gesehen, Michael hat schön viel Geld gerade bekommen. $822,000 und Franklin müsste sein Geld auch mittlerweile schon haben. Ja, und ich wollte davor noch irgendwas anderes sagen, kurz bevor die Cutscene begonnen hat. Achso, ja. Was mich bei GTA ein bisschen stört ist, da haben wir ein Zufallsereignis, dass... Na, das Fahrrad geben wir ihm wieder. Dass man zum Beispiel in der Mission nicht... Na, komm. Nimm doch das Fahrrad, Mann. Ja, okay, dann hat er das Fahrrad halt jetzt. Dass man bei solchen Missionen eigentlich während der Fahrt gar nicht mal aufschließen kann. Der andere fährt immer ein bisschen schneller, weil es halt eben gedacht ist, dass man diese Cutscene sieht und dass ihm der Saft ausgeht und so weiter und so fort. Und da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht, wenn man gut oder etwas schlechter fährt und eigentlich beides zum Ziel kommt. Das ist wie eine Gummiband-KI, wo man, egal wie gut oder schlecht man fährt, einfach immer als Erster oder wie viel da auch immer ins Ziel kommt. Halt die Position, die sich das Spiel gerade für einen aussucht. So, Werbung, 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 Werbung. Und hier haben wir sicher nochmal Werbung. Genau. Und dann würde ich sagen, schalten wir nochmal ganz kurz zu Franklin um und schauen, was der so macht. Den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Und dann könnten wir nochmal ein kurzes Rennen mit Franklin fahren. Oh Mann, der steht gerade im Stau. Fuck this dog. Och komm. Da machen wir mal ein bisschen mit. Haben wir die Rennen überhaupt freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Kfz-Abschleppplatz. So, Stuntflugzeugrennen, nee, das wollen wir nicht. Da kann der Franklin nicht so gut mithalten. Geländerennen? Nee, die haben wir bis jetzt noch nicht freigeschaltet. Fremde und Freaks, da können wir doch sicher zu einem hingehen. Oh, der ist weit entfernt. Gibt's irgendeinen in der Stadt? T-Fragezeichen. Ach, Tonja. Gehen wir nochmal hin. Vielleicht gibt's ja noch was zum Abschleppen. Damit meine ich nicht Tonja. Was eher widerlich wäre. So, auf geht's. Ah, ich habe eine Gelegenheit für dich. Triff mich am Del Perro Pier. So, dann schauen wir nochmal hier. Überweisung und ansonsten immer nur Werbung. Mann, Mann, Mann. Ich klick's mal ganz kurz durch, damit es hier nicht immer so nervig aufploppt bei den Zahlen. Ihr kennt es ja auch von euren Handys oder so, von den Smartphones, dass da immer so eine Zahl über der App aufploppt und das finde ich immer ein bisschen nervig. Das wirkt unschön. Ach so, ja, den schönen Bart hatte ich voll vergessen. Tanya, do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone all Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Na gut, dann helfen wir dir nochmal beim Abschleppen. Und begeben uns zum Abschleppwagen. Auch muss die wieder mitkommen. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shot. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. That's our truck. You know the drill. Haben wir wenigstens einen Gesprächspartner für die Fahrt? So. Und die beiden haben auch scheinbar eine Vorgeschichte. Kurzer Burnout mit dem Abschleppwagen.
Dispatch, what you got? 10-4, we got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a Lucky Plucker in Little Seoul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Because you look like you know what you're doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, Franklin, Tiny. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Mal was Lustiges ausprobieren. Ja, das ist keine Arbeit für Frauen, now, meint sie. Like right car to you, oh Mann. Damit könnte man gut Leute terrorisieren. Also in Wahrheit ist ja Abschleppen ein bisschen anders, natürlich, aber wenn man so einen kleinen Anhänger hat, einfach nur, das könnte auch jede Frau machen. Also generell kann ja jede Frau jeden Job theoretisch machen. Um jetzt mal keine Sexismusdebatte anzustiften, aber es ist jetzt nicht unbedingt große körperliche Ertüchtigung nötig. Ja, um jetzt mal den Kerngedanken dieses Dialogs von den beiden hier zusammenzufassen. Und deswegen wäre dieser Job eigentlich für jeden geeignet. Man muss ja nicht mal aussteigen. We're on, boo. Let's move it out. Ja, und da kommt der Typ auch schon. Oder? Jesus. Das müsste sein Auto sein. Ja, das ist immer die typische Ausrede. Ich habe doch nur eine Minute da gestanden. Ich habe mir gerade noch Kleingeld holen wollen. Ach, guck mal hier, die Lichter, die blinken auch noch so schön. Kann man einschalten. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Ja, ziemlich viele verquerte Leute, mit denen Franklin zu tun hat. Und er ist eigentlich so der Einzige, der wirklich aufrichtig versucht, allen zu helfen, Geld zu verdienen, für seine eigene Zukunft zu sorgen. Ja, eine doofe Situation, in die er da reingeraten ist. Na, hat sich das Hinterrad gerade gedreht. Sah so aus. Ah, hier nicht auf die Karte geachtet. Na, komm schon. Ja, es ist schön, das Tor ist offen. Oh, und hier noch ganz knapp an der Mauer vorbei. Und jetzt. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Lassen wir das Fahrzeug vom Haken. Und haben ihr noch einen Gefallen getan. Und die Mission, die haben wir wieder mal mit Gold beendet. Ja, endlich mal zur Abwechslung ein bisschen. So, und wir können hier auch raus. Oh, und da sehen wir ganz kurz das Logo auf der Minimap. Das ist eine Randale-Mission mit Trevor. Extrem gut gemacht. Ja, das muss auf jeden Fall nochmal gemacht werden. Ich werde alle Randalen spielen. Generell werde ich auch die Fragezeichen, also Fremde und Freaks, komplett durchgehen. Auch natürlich alle Story-Missionen. Und darüber hinaus ja noch einiges anderes, vielleicht was man in der Welt so erleben kann. Und natürlich wird auch online noch folgen. Also GTA Online wird auch noch vieles folgen. Jetzt erstmal ein bisschen mehr ein Fokus auf der Story. Ja, aber dann würde ich sagen, es war eine coole Folge heute. Wir haben heute gesehen, dass Michael und Trevor sich wieder vereint haben. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt.
wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.